So, danke schön. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin reingekommen und habe das Leitmotto von Rentum gesehen: Results, no excuses. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte das so ein bisschen vielleicht auch über meinen Vortrag stellen heute und über Blockchain, die SAP und Ergebnisse bis hierhin sprechen. Ich komme aus einer Ecke, die vielleicht nicht so ganz typisch ist für die klassische SAP. Ich bin Teil des Innovation Center Networks. Manche sagen, das ist so das kleine Beiboot zum Tanker der großen SAP. Ja. Eine Organisationseinheit, die damit betraut ist, neue Märkte sich anzuschauen, zu erschließen und neue Technologie sich anzuschauen und zu gucken, wofür das denn potenziell mal hin. Wir sind im sogenannten Innovation Center Network organisiert, das heißt, es ist über viele Standorte verteilt und ursprünglich mal in Potsdam nahe Berlin entstanden. Es hält sich immer noch hartnäckig das Gerücht, dass es tatsächlich eine Sache ist, die nur in Potsdam passiert, aber dieses Konzept ist inzwischen global ausgerollt. Seit neuestem ist die Berichtslinie auch so, dass der Chief Innovation Officer der SAP diesem Network vorsteht und ganz klar auch damit betreut ist, Innovation Richtung der restlichen SAP-Organisationen auch voranzutreiben und in das Unternehmen zu tragen. Also das ist so ein bisschen so meine Heimat. Das Innovation Center Network verbindet sozusagen immer die Agilität und die Kreativität, die wir im Startup-Umfeld haben und sehen, mit dem Corporate Backbone oder mit der Unterstützung von einem etablierten Technologieunternehmen, verbindet sozusagen den Marktführer für Enterprise-Software mit der Agilität von einem Startup-Unterfangen. Und was wir im Innovation Center Network machen, sind ganz unterschiedliche Sachen, also Richtung Software-Engineering. Es ist aber auch sehr stark Co-Innovation mit und durch Kunden getrieben. Es ist ein interner Inkubator, den wir haben, um internen Ideen aus der Breite des Unternehmens nach oben blubbern zu lassen und dann entsprechend auch nachverfolgen zu können mit einem internen Funding und quasi so einem internen Startup-Modus. Wir haben mit SAP.io eine Möglichkeit, externe Startups zu funden und zu unterstützen und da dran zu bleiben. Und wir arbeiten viel in Richtung Thought Leadership, also Richtung Zusammenarbeit mit Universitäten, Dinge, die forschungsnah sind, aber auch Sachen, die technologiegetrieben sind und Technologieevaluierung beinhalten. Ich habe da persönlich eine neue Heimat gefunden, möchte ich sagen, weil das sind Dinge, die habe ich in meinen etwas mehr als 16 Jahren bei SAP eigentlich immer schon gemacht. Und es gibt jetzt quasi ein organisatorisches Umfeld, was das Ganze auch stärker und breiter skalierbar unterstützt. Je nachdem, wo ich unterwegs bin ich irgendwie immer der Konservative unter den jungen Wilden. Das ist so dann, wenn ich mehr mit der Innovation Center Seite zusammenarbeite, oder ich bin der junge Wilde unter den Konservativen. Das ist mehr, wenn ich mit den anderen Teilen der SAP zusammenarbeite. Und das funktioniert ganz gut, das macht viel Spaß. Und ich bin durch diesen Auftrag, also Emerging Trends and Technologies anzuschauen und für die SAP das Produktportfolio und unsere Kunden zu bewerten und auch treffen zu können, vor mehr als 18 Monaten inzwischen zum Thema Blockchain gekommen. Habe aus der jetzigen Perspektive den Luxus gehabt, mich dann seitdem auch Vollzeit mit dem Thema auseinandersetzen zu dürfen. Und das ist glücklicherweise nicht nur bei mir geblieben, sondern wir haben das sukzessive auch in die Breite getragen und über mehrere Schultern verteilt. Und über das, was da so passiert ist in der Zeit, das ist so das Thema für meinen Vortrag. Das möchte ich gerne jetzt näher beleuchten. Wir haben viel zum Thema Blockchain schon gehört und ich bin mir sicher, Sie haben auch einiges schon gelesen. Eigentlich startet das Thema auf dem falschen Fuß. Also Blockchain hat sich als Brandname in irgendeiner Form etabliert und eingebürgert und viele, die es hören, verstehen immer ihren eigenen Teil darunter. Streng genommen müsste man eigentlich von Distributed Ledger Technology sprechen. Das geht ein bisschen sperrig von der Zunge, deshalb werde ich heute auch beim
beim Begriff Blockchain bleiben, möchte aber ein bisschen erläutern, wie meine und auch unsere Perspektive darauf ist, damit Sie es zumindest ein bisschen in den Kontext packen können, was Sie unter Blockchain verstehen. Und dann kommen wir vielleicht zusammen inhaltlich. Ich habe gesagt, wir beschäftigen uns seit gut 18 Monaten mit dem Thema intensiver. Und das ist ein bisschen das, wo wir stehen. Es gibt sehr unterschiedliche, so wie es unterschiedliche Definitionen von Blockchain gibt, sehr unterschiedliche Perspektiven über Blockchain. Und das hat gute und schlechte Seiten. Eine der guten Seiten, und da spreche ich aus einer sehr persönlichen Perspektive, ist, da passiert jetzt was, von dem ich nach wie vor auch persönlich glaube, das könnte was Grundlegendes ändern. Also es ist sehr spannend, das ist an vielen Stellen an der Front von Computer Science und Informatik und wo Sachen wirklich passieren und neu entstehen. Und das ist ein wildes, kreatives Umfeld und das macht Spaß. Da ist Agilität, da ist Dynamik. Das bringt Unsicherheit mit sich. Das ist vielleicht Hinführung zu dem eher unschönen Teil. Und es bringt jede Menge Hype mit sich. Und dieser Hype macht uns zumindest und ich schätze mal dem einen oder anderen von Ihnen auch das Leben schwer. Also es fühlt sich so an, als wenn jeder, der eine Idee hat heute zum Thema Blockchain, irgendeine Webseite draus macht und dann fangen munter an, alle davon abzuschreiben. Und was jetzt wirklich Realität konkret ist, möglich ist, was jetzt Dinge sind, die demnächst möglich sein werden, da spreche ich so über einen, so einen Zeitraum, ein halbes Jahr, weil so eine große Dynamik drin ist, und was jetzt pures Wunschdenken und irgendwo über dem Regenbogen verborgen ist, das ist nicht immer einfach separierbar und das kostet uns auch viel Aufwand und viel Arbeit, da quasi am Ball zu bleiben. Insbesondere, wenn man nicht so ganz weiß, wo es mal hinläuft. Erinnert sich noch jemand an Second Life? Schmunzler kriege ich dafür, okay. Und das bringt mich zu den Sachen, die unsicher sind in dem Umfeld. Und das ist das ganze Stichwort Use Cases bzw. Requirements. Also, weil wir sehr früh sind im Thema, weil wir sehr dynamisch unterwegs sind und hier so auf wackeligem Untergrund alle unseren Weg finden, ist das ein Thema, was auch schwierig zu beantworten ist und auch dem auch schwierig beizukommen ist. Wenn wir traditionell mit jemandem reden, wird er sagen, wie viel Geld ist denn da drin? Damit mache ich jede Innovation kaputt. Das ist auch keine Überraschung. Das heißt, wir müssen der Sache irgendwie anders Herr werden. Und das ist vielleicht auch die Schiene über, was sind denn eigentlich die Anforderungen? Und über die Perspektive Anforderungen im Kontext Enterprise und Corporates möchte ich kommen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass hier meine Vorredner Grundlagenarbeit geleistet haben, sodass ich den Teil, was ist es denn eigentlich, ausklammern kann. Von meiner Seite nur so viel, das, was ich in zwei Sätzen immer jemandem erkläre, es gibt diesen Anwendungsfall Bitcoin, der quasi als Applikation, als Anwendung auf einem horizontalen, breiten Fundament der Blockchain aufsetzt. Und weil dieses Fundament gewisse Kriterien hat, die haben wir kennengelernt im Vortrag vorher, glauben wir, dass dieser Anwendungsfall, den wir in der Bitcoin-Blockchain, also dem Überweisen oder der Möglichkeit von Wertetransfer haben, nicht der einzige ist, sondern dass man auf diesem Fundament basierend auf den Kriterien deutlich mehr und deutlich breiter und deutlich andere Anwendungsfälle aufsetzen können. Und ich habe versprochen, ich möchte einsteigen damit, wo stehen wir denn gedanklich zu dem Thema und deshalb komme ich jetzt doch mit einer Definition hier um die Ecke und das ist von unserem Partner IBM. Es war einfach die beste Definition zu diesem Thema, um Blockchain in den Corporate Context zu bringen. Also nochmal, Bitcoin und die ganze Geschichte kommt eigentlich eher aus einer Consumer-Ecke. Also das heißt, dieser Transfer und die Anwendung auf ein Unternehmensumfeld ist schon mal sozusagen der erste Schritt, den wir da schaffen müssen. Und ich finde, das ist sehr schön illustriert, weil es hier eben darum geht, dass es eine potenziell neue Architektur für Business-Transaktionen ist, die auf Vertrauen und Transparenz aufgebaut ist.
Und trotzdem bewegen wir uns in einem Umfeld, wenn es darum geht, Geschäftsprozesse zu optimieren, aus dem die SAP traditionell ja auch kommt und in dem wir uns wohlfühlen und beheimatet sind. Wir haben Prozessoptimierungen in der Vergangenheit mehr in einem unternehmensinternen Kontext betrieben. Jetzt sehen wir hier in so einer Peer-to-Peer-Welt, dass es einen eher unternehmensexternen Kontext betrifft. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir das, was wir da gelernt haben und können, auch in einem anderen Umfeld anwenden können. Und um das Ganze eine Ebene höher zu heben und vielleicht ein bisschen von dieser sehr häufig vorherrschenden Technologiebetrachtung bei dem Thema wegzukommen, aus unserer Perspektive ist das ein Baustein, und zwar auf dem Weg zur Digitalisierung, und es ist ein Baustein, um in Richtung Gartner nennt es Programmable Economy zu kommen, ja, also dynamische, flexible Abbildung von Geschäftsprozessen und ähnlichen Geschichten. Und für diese Zielrichtung, Digitalisierung und Programmable Economy, kann Blockchain ein Baustein sein, um gewisse Funktionalitäten da zu erreichen. Da stehen wir. Wenn wir uns das angucken aus der SAP-Sicht, dann haben wir den Anspruch, da eine End-to-End-Perspektive hinzubringen. Und zwar sowohl das, was wir jetzt hier entstehen sehen, neu, dynamisch, agil an der Front der Innovation in der Informatik, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite zu dem, was wir beim Kunden sehen, was sie installiert haben, die Lösungen, die sie von der SAP haben, Stichwort Investitionssicherheit. Und ich will nicht sagen zum Glück, aber auf der konzeptuellen Ebene passt das gut zusammen. Wir haben mit der HANA Cloud Plattform als cloudbasierte Innovationsplattform die Möglichkeit, genau diese Brücke zu schlagen, nämlich aus dem SAP-Kontext über das zentrale Innovationselement hin zur Verbindung in das neue Blockchain-Ökosystem. Also auf der Ebene passt das noch ganz gut zusammen. Und ich sage noch, weil ich gleich ein bisschen tiefer darauf einsteigen will, was es denn heißt, wenn es konkreter wird. Also wir gucken uns das immer im Kontext SAP an, wenn wir Blockchain angucken. Und wir arbeiten auch immer an diesem Transfer von dem, was wir im Markt sehen und lesen, in den Enterprise-Kontext. Und ich laufe hier Gefahr, wie so eine kleine Schallplatte zu kriegen, klingen mit einem Sprung. Aber dieser Enterprise-Kontext ist, glaube ich, genau das, was bei der Betrachtung oft verloren geht, beziehungsweise in manchen Diskussionen einfach von vornherein gar nicht da war. Ich möchte es am Beispiel illustrieren. Es gibt ein schönes Szenario, was immer wieder zitiert wird aus dem Umfeld Provenance, also sprich Eigentumsnachweise, Nachweise über eine Lieferkette. Da werden Diamanten immer zitiert. So, jetzt kann man sich sehr gut vorstellen, gut, da habe ich jetzt diesen einen Diamant, der hat bestimmte Kriterien, der wird irgendwo geschürft, verkauft, hin und her geschickt, irgendjemand anders hat ihn, verkauft ihn weiter, irgendeine Versicherung will die Informationen, was auch immer. So, relativ übersichtlich. Jetzt rede ich zu diesem Szenario mit jemandem bei der SAP, einem meiner Kollegen, der seit 15 Jahren Supply Chain und Track and Trace Geschichten macht. Und nach 3 Minuten höre ich, wenn wir uns ein Containerschiff angucken, 18.000 Container, pro Container 50 Paletten, auf der Palette 50 Boxen, 45 Millionen Referenzen. Ein Schiff, ein Schritt in der Supply Chain. Jetzt kommst du mit Blockchain. So, also jetzt bewegen wir uns mit dem Enterprise-Kontext Anforderungen irgendwo hier. Und sehen die Cases, die diskutiert werden, irgendwo hier. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg, hoffentlich nicht von da hinten, sondern von hier, aber von hier auf dem Weg und gucken, wie weit kommen wir denn und wofür tut es und für welche Sachen in einem Enterprise-Kontext tut es denn eigentlich nicht mehr oder noch nicht, was ja ein fairer Punkt ist, aber wir müssen das erstmal verstehen. Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt nochmal die SAP angucken, dann
wünschte ich manchmal, ich hätte den Luxus, nur in einer Industrie aktiv zu sein. Nein, ist nicht so. Wir haben 25 Industrien und 12 Line of Businesses und ich weiß nicht, wie viele Geschäftsprozesse. Das heißt, wie werden wir denn jetzt dieser Sache her? Und das kurz vorweg, der Vorstand hat das Thema ganz klar als ein strategisches Thema auch für die SAP erkannt. Und die letzte Frage, wie setzen wir das um? Warum? Ich glaube, meine Vorredner haben das prima deutlich gemacht, da muss ich gar nicht zu sehr nochmal drauf eingehen, aber ich möchte diesen Gedanken nochmal hochholen. Der Intermediäre, die wegfallen. Ich möchte diesen Gedanken nochmal hochholen des eingebauten Vertrauens und es vielleicht so einen Moment in der Luft hängen lassen, damit jeder vielleicht seinen eigenen Gedanken dazu hat. Was haben wir denn alles rumkonstruiert und Geschäftsprozesse, um dieses Vertrauen überhaupt sicherzustellen? Also was wäre denn eine seltene Möglichkeit, in der Betrug oder nicht vertrauensvolles Handeln auf einmal nicht mehr möglich wäre, weil die Technologie es gar nicht ermöglicht. Und das Beispiel aus dem Consumer-Kontext ist immer eBay. Warum brauche ich eBay? Na, weil ich dem Ansgar nicht vertraue. Also nicht, weil ich ihm nicht vertraue, sondern wenn ich ihn nicht kenne, dann weiß ich nicht, ob die Gitarre, die er bei eBay inseriert hat, tatsächlich in dem Zustand ankommt, in der er sie fotografiert hat und ob das dem entspricht. Der Ansgar vertraut mir aber auch nicht. Der weiß nicht, ob ich ihm wirklich die 35.000 Bitcoin dafür bezahle, die ich wirklich für die Gitarre geboten habe. Und eBay stellt dieses Vertrauen zur Verfügung für 10%. Eine ganze Menge bei 35.000 Bitcoin, schlechtes Beispiel. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ne? Also es gibt viele Sachen, die einfach daraus entstanden sind, dass das Vertrauen nicht sichergestellt wird. Das heißt, wenn wir jetzt 25 Industrien, 12 Line of Businesses, x Business-Prozesse angucken, wo haben wir denn einen Blockchain-Case und warum, dann braucht es eine gewisse Metrik. Und diese gewisse Metrik, durch die möchte ich jetzt ein bisschen durchführen in den nächsten Folgen, das ist nämlich Teil unserer Lernerfahrung über die letzten Monate. Das Thema ist komplex genug und schwierig genug und die Zeit damit zu verschwenden, die falschen Sachen anzugucken, die wäre tatsächlich wirklich zu verschwenden. Also deshalb war es eine unserer ersten Aufgaben auch in der Income-Kernkommunikation wie auch in der Kommunikation mit Kunden und Partnern, da eine Metrik dafür zu schaffen und aussortieren zu können. Ich sage jetzt mal pauschal, Blockchain-Potenzial, kein Blockchain-Potenzial. Und kein Blockchain-Potenzial ist genauso valide, weil es bindet nicht Zeit, Ressourcen, Kraft für die falschen Dinge. So. Nummer eins. Was ist ein gutes Kriterium für mögliche Blockchain-Szenarien? Wenn wir uns die Technik als solche angucken, wir haben über Peer-to-Peer gehört, wir haben über Netzwerke gehört, wir haben über Kollaboration gehört, das ist genau der Punkt. Viele Beteiligte an einem Prozess. Also es macht keinen Sinn, innerhalb eines Unternehmens mit der gleichen Organisation, die auf das gleiche ERP oder sonstiges System gucken kann, über Blockchain nachzudenken. Ich sage das so ganz gerade raus und lasse mich gerne von jemandem eines Besseren überzeugen an der Stelle. Ich habe noch keinen Case gesehen. Das heißt, Dinge, die da immer kommen, und ich habe das erste schon angesprochen, sind Sachen wie beispielsweise Supply Chain. Also viele Beteiligte an einem Prozess, die nicht auf die gleichen Daten gucken, die nicht in das gleiche System gucken. Ein Importeur, ein Exporteur, ein Logistiker, eine Versicherung, die das Ganze versichert, vielleicht eine Rückversicherung, Außenhandelsbürgschaft. Die Dinger wären gerne beliebig komplex. Okay, dann bin ich da hinten bei den Enterprise-Anforderungen. Ich weiß noch nicht, wie weit dieses Letter of Credit oder sonstige Verfahren hier trägt, aber das ist genau der Case. Das ist genau der Case. Viele Beteiligten an einem Prozess und diese Beteiligten brauchen Information, das hat oft was mit Digitalisierung zu tun, manchmal aber auch nicht. Manchmal hat es einfach mit Ungleichgewichten zu tun. Also in dem Moment, wo ich über ein Szenario rede, und das ist Nummer zwei hier, in dem ich ein großes Ungleichgewicht von Informationen habe in dem Prozess, aber viele
sozusagen gleichwertige Beteiligte, die diese Informationen brauchen. Das wird ein Aufhänger. Ich möchte keinem zu nahe treten aus der Automobilindustrie, aber ein klassisches Beispiel, wo das nicht funktioniert, ist immer Autohersteller, Zulieferer. Da sagt der Autohersteller aus seiner Position der Stärke nämlich, so macht ihr das und so liefert ihr das zu, sonst macht ihr kein Geschäft mit mir. Ja, und wenn er mit dem nächsten Geschäft machen muss, stellt er ein System daneben und mit dem nächsten Geschäft stellt er ein System daneben. Das werden wir vermutlich nicht ändern können in der Konstellation. Wenn wir aber zu einem Beispiel kommen, wo wir eher Gleichberechtigte in einem Prozess haben, und da zitiere ich immer das Beispiel aus dem Gesundheitswesen. Kliniken, Krankenkassen, Pharmaunternehmen, Patienten. Alleine das Klinikum Heidelberg hat, ich habe es nicht gezählt, aber so ist mir berichtet worden, 300 verschiedene Systeme, Datensilos innerhalb eines Klinikverbundes. Jetzt multiplizieren wir das und nehmen andere Beteiligte hinzu. Wer ist der Bestinformierte im ganzen Healthcare-Prozess? Der Patient, aber nur, wenn er sich kümmert. Wenn er sich nicht kümmert, ist es keiner, weil wir eben diese Datensilos haben. Hat man das in der Vergangenheit erkannt? Hat man. Hat man es lösen können? Es gab gute Ideen. Was war diesen guten Ideen allen zu eigen? Sie waren alle zentralisiert. Was ich jetzt nicht sage, ist, dass Blockchain die Lösung dafür ist. Aber was ich aus der Industrie-Outsider-Perspektive konstatiere, ist, diese Zentralisierung als Ansatz funktioniert nicht. Weil ich nämlich nicht beim Pharmaunternehmen einziehe als Krankenkasse und die Klinik auch nicht. Und vielleicht sagt das Pharmaunternehmen, naja, wenn die Regierung irgendwas macht, vielleicht würden wir uns breitschlagen lassen, aber das passiert auch nicht. Also ich habe gleichgewichtige Player, bei denen keiner willens ist, dem anderen Player gefühlt, diesen Zentralisierungsaspekt, ich betreibe das System, es ist mein System, aber ihr dürft es mit nutzen, zu überlassen. Und der Ansatz hier ist, gut, wenn Zentralisierung nicht funktioniert, vielleicht funktioniert Dezentralisierung. Vielleicht funktioniert es nicht, wir werden sehen, vielleicht scheitert es an anderen Sachen. Aber den siebten Aufguss von Zentralisierungsversuchen zu machen an der Stelle, kann man. Ich würde es woanders versuchen. Dritter Treiber, Prozessoptimierung. Ich habe es angesprochen. Das sind Sachen, die wir SAP-seitig seit mehr als 40 Jahren inzwischen gemacht haben und die jetzt halt die Grenze von einem Unternehmensverbund, einer unternehmensinternen Optimierung verlassen und größer werden. Und da ist nichts Schlechtes bei. Ich möchte den Kunden mal sehen, der sagt, boah, ein bisschen weniger Geld mit mehr Qualität und schnellerer Prozess, das ist nichts für mich. Also das zieht nach wie vor, das ist valide, das führt uns in diese Diskussion der Digitalisierung wieder und Blockchain als eine Möglichkeit, Digitalisierung umsetzen und treiben zu können. Und tatsächlich in Richtung Kosten-, Qualitäts- und Zeitoptimierung zu gehen. Und ein Beispiel, was Sie vielleicht von uns schon kennen, ich zitiere es aber gerne in dem Kontext, ist ein Proof of Concept, den wir mit der kanadischen Bank ATB gemacht haben, wo wir bestehende SAP-Lösungen zusammen mit HCP an das Blockchain-Ökosystem angeschlossen haben. In dem Fall war das Startup Ripple, um aus einem SAP-System diesen internationalen Geldtransfer abbilden zu können, von einer Bank in Kanada zur Deutschen Reisebank in Deutschland. Ein Prozess, wir hatten das Beispiel von der Überweisung nach China, eine Woche, ein Prozess, der irgendwas zwischen 3 und 7 Tagen dauert, war mit dieser Lösung tatsächlich in 25 Sekunden abgewickelt, erledigt. Kosten, Prozessoptimierung, kann man sagen, ja, jetzt ist eine Technologie durch eine andere setzt, gut, faires Argument, aber in dem Fall sprechen die Zahlen einfach dafür. Und dann ist mir die Technologie, muss ich sagen, eigentlich recht und billig, weil die ist sekundär. Da komme ich über den Business-Mehrwert da komme ich über Umsetzung und Machbarkeit. Aber da sind wir sehr dicht natürlich an der Geschichte dran, aus der die Bitcoin-Blockchain auch entstanden ist oder aus dem das Szenario entstanden ist, diese Werttransfer. Nächster Punkt, auch das nochmal aufgreifend, was wir in den vorherigen Vorträgen hatten. Alle Aspekte, die Transparenz und ja, in einem gewissen Sinne Auditierbarkeit erfordern. Also regulatorische
Komponenten kommen hier mit rein, Anforderungen nicht nur im Financial Service Umfeld, wir sehen das genauso im Umfeld Utilities. Wir sehen das natürlich im Healthcare-Bereich. Aber das sind Aspekte, bei denen das Potenzial im Raum steht, dass man sie mit der richtigen Technologie im Vorbeigehen miterledigen kann. Ich mache es mal ein bisschen sehr optimistisch hier, aber das ist das, was im Raum steht als Potenzial, dass ich eben keine Klimmzüge mehr machen muss, um der Regulatorik nachkommen zu können, sondern dass ich den, der am Prozess beteiligt ist, direkt mit reingucken lassen kann, wenn ich das möchte. Und die zweite Komponente ist natürlich die Sicherheit, die mir entsteht dadurch, dass ich diese Informationen, diese Daten, diese Prozesse auf viele Schultern verteile. Datenredundanz haben wir angesprochen, aber auch die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Informationen. Und ja, der Pitch ist ein bisschen schwierig in Deutschland immer, wenn man über Grundbücher und Notare und so redet. Ja, wir haben da einen sehr etablierten Prozess. Die Story wird aber komplett eine andere, wenn wir über Emerging Markets reden und Länder, wo diese Strukturen eben nicht da sind. Und so wie Afrika das Festnetz mal komplett übersprungen hat, um direkt beim Mobile Phone zu landen, besteht dieses Potenzial natürlich auch in Ländern, die unsere deutschen oder europäischen Strukturen in dem Sinne nicht haben und dann direkt mit State-of-the-Art-Technology einsteigen müssen. Und der letzte Punkt von dieser Liste an Sachen ist ein Szenario Blockchain wert oder ein gutes Szenario wären Digital Assets. Warum? Weil es immer schwierig wird, wenn ich versuche, die analoge und die digitale Welt zusammenzubringen. Wenn ich das versuche, habe ich sofort eine Sollbruchstelle. Und die hat nichts mit Blockchain als Technologie zu tun und die hat auch nichts mit der analogen Welt zu tun. Die Pharmaindustrie kann ein Lied von singen. Chargenrückverfolgung und Serialisierung und ähnliche Geschichten versuchen die seit 20 Jahren und sind jetzt runter auf Molekulartagging von Tabletten und ähnlichen Geschichten und trotzdem kann ich immer noch andere Pillen in die Box tun und der Nachweis wird vielleicht leichter am Ende, aber es ist schwierig und nicht durchgängig. Also, ich sage nicht, es ist kein Mehrwert da drin, den Schiffscontainer dran zu hängen als analoges Objekt. Ich sage nur, es ist deutlich schwieriger, als wenn ich mich zunächst mal im rein digitalen Umfeld bewege. Und da haben wir jede Menge. Also nicht nur über die Musikdateien oder IP-Rechte oder Cryptocurrencies oder ähnliche Geschichten. Wenn wir nur mal in ein ERP-System gucken, dann haben wir jede Menge. Purchase Order, Delivery Notices, das Ganze ist voll davon. Also da haben wir einen guten Aufhänger. Ich möchte, um die Sache ein bisschen zum Ende zu bringen, nochmal auf den Aspekt Schwierigkeiten hinweisen. Und auch das ist ein Punkt, der ist leider nicht immer so leicht zu artikulieren, weil er in vielen Dingen ein gewisses Maß an Grundlagenwissen erfordert. Viele reden immer über Schwierigkeiten und assoziieren das dann direkt auf den Fall Bitcoin-Blockchain. Stimmt. Da sind wir hier bei einer komplett öffentlichen, transparenten Blockchain, die vermutlich in absehbarer Zeit nicht so gut bei Enterprises resonieren wird. Das andere Extrem sind die komplett privaten Installationen. Das ist mehr so, ich habe mal einen Sandkasten zu Hause. Wenn einer in Kontrolle von diesem System ist, dann führt es das Prinzip von Verteilung und Blockchain ad absurdum. Das heißt also, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte, wir haben es zwar schon mal angesprochen, das ist der Aspekt Konsortium-Blockchains oder Permission-Blockchains, aber dieses Deployment-Modell ist tatsächlich nur eine Schwierigkeit. Auch hier haben wir über Skalierungsdinge schon gesprochen, die ungelöst sind, meine Enterprise-Anforderungen, die vielleicht durch die Wand schießen mit 45 Millionen Referenzen nur für ein Containerschiff. Privacy-Aspekte, wer darf was sehen, wie transparent ist es wirklich, wer darf ran oder nicht ran.
Sicherheitsaspekte, gerade im Aspekt Smart Contract, also wie weit ist Automatisierung denn noch sicher oder inwieweit ist es dann wie bei dem Zauberlehrling, der einmal losgeschickt ist und dem ich dann nicht wieder Herr werde. Also es ist ein großes Lernfeld auch noch, das tatsächlich in der Art und Weise beherrschbar zu machen. Wir haben noch nicht über Regulatorik geredet, also was die BaFin oder ähnliche Institutionen von diesem Thema natürlich halten. In weiten Teilen offen. Es gibt nur bedingt Best Practices, es gibt Referenzimplementierung, aber gerade das Stichwort Forking ist gefallen. Es gibt keine Best Practices, wie mit dem Thema umzugehen ist. Ich sehe es persönlich etwas entspannter in einem Permissioned-Modell. Aber wenn wir über Startups und Fintechs reden, reden wir natürlich potenziell über ein offenes Modell. Und wenn es keine verlässlichen Regeln gibt, dann ist das schwer zu verkaufen für ein Enterprise. Und genau, ich bin eingestiegen über die wenig verstandenen Enterprise-Anforderungen eigentlich in der gesamten Community, im gesamten Ökosystem. Wir sind angetreten, dagegen was zu tun. Denn ja, nur wer anfängt, kann anfangen oder kann daran arbeiten, die Zukunft da auch zu verändern. Dazu möchte ich alle hier im Raum herzlich einladen. Das ist hoffentlich deutlich geworden. Und da schließt sich jetzt der Kreis Richtung Innovationscenter und Collaboration mit Kunden. Wir sehen das als eine Sache, die keiner alleine machen kann. Wir sehen das als eine Sache, die in Teilen auch so früh ist, dass sie einfach die unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedliche Teilnehmer braucht, um das voranzubringen. Und das möchten wir gerne tun, das möchten wir auch anbieten, da Co-Innovation mit Kunden betreiben zu können. Ganz konkret gibt es im Rahmen der Customer Engagement Initiative zwei Projekte, auf die sich Kunden anmelden können. Einmal sehr offen im Kontext Blockchain und Programmable Economy. Da hatten wir, glaube ich, in den ersten 48 Stunden schon 12 Anmeldungen. Also, und das Ding ist, glaube ich, läuft 3 Wochen lang. Da ist also ein Bedarf da. Andere Sachen sind ganz konkret, da geht es um POCs im Financial Services Umfeld, die wir machen können. Und möchte noch einen drauflegen, sozusagen als grünen Abschluss, auch mit Blick auf den folgenden Vortrag für B3I möchte ich hier hochoffiziell ganz konkret von der Bühne anbieten. Einen Innovationsworkshop gerne in Potsdam, kommen Sie uns besuchen im großen Kreis. Wir gucken, dass wir uns alle zusammensetzen. Wie gesagt, ich glaube fest daran, dass es kollaborativ funktioniert. Persönlich freue ich mich sehr, wenn das gar nicht über Technik geht, sondern über Mehrwert und Business Value, denn da muss die Diskussion hingehen. Die Technik wird dann irgendwann folgen. Und wenn wir es schaffen, diese Anforderungen zu definieren, dann haben wir ein Stück weit auch eine Chance, die Technik mitzugestalten, so dass es für ein Corporate- und Enterprise-Umfeld funktioniert. Vielen Dank.